Ich habe auch das Klo übrigens mitgenommen, das oben auf der, das wird Matze freuen. Das ist eine Schön sehr gute Lokus. Idee. Aber es gibt auch goldene Klos, die brauchen wir. So, ich versuche hier mal der Spur der Verwüstung zu folgen. Wir haben eine Spur der Verwüstung irgendwo hinterlassen. Wir müssten in der Burgfestung mal hinschreiben, auf welcher Ebene denn der Durchgang zu den hinteren Räumen ist. Weil wenn du hier so durchläufst, ja, ich bin wieder in der Sackgasse gelandet. Das ist immer so. Ah nein, und jetzt schlage ich auch noch daneben. Fuck you. Mein Gott. Yeah. Tonight we dine in McDonald's. Batz. Ich mach gerade die flachen Viecher noch flacher. Oh, da hat jemand jetzt eine böse Rüstung und guckt mit roten Augen böse durch. Cool, ne? Guck mal hier dein Essen. Geht schon ganz schön steil, wa? Krasser Shit. Boah, ich hab so viel Bullshit im Inventar, ne? Ich auch. Das geht uns allen so. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, wie man sich in Starbound selbst lahmlegt. Teil 500. Naja, ich werde erstmal die ganzen fremden Sachen hier einscannen. Och, die Stühle gehen noch nicht mal. Aber dann habe ich wenigstens einen großen Fundus. Und ihr nicht. Es geht auf den Hals. Also das kann man abstellen, indem man einfach den Hals entfernt und den Kopf dann auf den Rast Ja, setzt. das ist eine gute Idee. Habe ich schon mal Entferne gemacht, deinen war nicht so Hals. gut. Ist aber nachgewachsen. Wenn der das hier sieht, ne? Der will aus dem Motze nicht mehr rauskommen. Ich schmeiß einfach nur sinnlos irgendwo irgendwas hin. In der Hoffnung, dass mein Inventar dann irgendwann auch mal sowas Ähnliches wie leer wird. Also ich kann nicht beruhigen, da haben wir noch keine Ordnung hergestellt da drinne. Das befürchte ich auch. Das war wirklich bloß zum... Ja, wir haben geplündert, unser Inventar ist voll, also bringen wir es erstmal nach Hause. Ja, erstmal irgendwo hinschmeißen den Rotz. Es ging so weit, dass sein Inventar auch voll war, weil wir ihn ständig damit beschmissen haben. Und nur dadurch ist die Lagerhalle entstanden. Mal gucken, ob meine Krabbe Popcorn mag. Ist ja was zu essen, ne? Oh ja, da kommt sie angerannt. Und sie findet's geil. Ich bin auch noch uneins, was ich mit meiner alten Rüstung machen soll. Sammeln, Also ich leg aufheben. sie in den Schiffsdingsbums, Schiffsschrank. Ach ja, stimmt, ich habe ja auch einen Klamottenschrank. Vielleicht Klamottenkiste. gefällt sie dir auch optisch besser und kann man dann sehr in die entsprechenden Slots packen. Kaulquapp hat Hunger. Hunger? Hunger, das ist Französisch. Hunger. 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 I'm the best. Mehr Öre, weniger Ü. So. Oh, klar, haben wir das schon mal abgefrühstückt? Was machst denn du gerne so am Wochenende? Ach, ich gehe in der Titanium-Rüstung Garten gießen. Ja, Mensch. Ja, Guerilla macht nicht Garden jeder. Level 2. Nö, jeder braucht ein Hobby. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Banzai! Gesundheit? Is everything alright in there? Yep. Ausgezeichnet. Oh, da holzt jemand ein bisschen ab und so. Ja, ich darf ja auch mal. Ja, warum denn nicht? Ist ja mein Wald. Das ist mein Wald. Du darfst da nichts haben. Er hat wild gediebt im Wald des Königs. Ja.
Der Karzug weiß genau, was gemeint ist. Oh, ich liebe diesen Film, ne? Das ist einer der besten Filme. Er wagte es, ein rönigliches Kehl zu erlegen. Na, Jungen, raus, ihr den herrückt! Solange ihr auf meinen Rücken aufpasst, ist alles in Ordnung. Das habe ich nicht gesagt. So, so. Oh, sehr schön. Der Lemming, der hat's Fahrstuhlfahren besser raus als ich. Okay, ich höre ja schon auf. Was machst du denn da? Rollenballen. Das habe ich mir von Arjen Robben abgeguckt. Das hieß auch ursprünglich Robbenballen. Ich kann nichts sehen, weil mein Inventar davor ist. Oh. Deshalb ist das ziemlich sinnlos, was du da tust. So, jetzt darfst du bitte das nochmal vorführen. Okay, warum kannst du das? Weil ich eben eine Tech-Card hatte und das freigeschalten habe. Genauso wie ich das. Ich kann das hier. Ich merke schon, ich bin der Einzige ohne Tech-Slots, die erfüllt. Ich habe noch 2 Tech-Chips, also die kann ich dir abgeben. Nur du brauchst 3, um so eine Karte zu basteln. Ich habe aber auch noch 2. Also ich nehme die gerne entgegen. Dann kannst du dir wenigstens den Double Jump holen. Der ist ja schon mal ganz praktisch. Ja, das ist eigentlich so ziemlich die wichtigste Tech von allen, finde ich. Also ich habe selten was Nützlicheres erlebt. Geh mal weg. Ich schmeiß dir auch noch was hin. So, dann stell ich mal einen her. Einen. Ach ja, so, einen Tech-Chip. Ja. Weil ich bloß 2 hatte und jetzt immer noch wieder 2, weil das hat sich irgendwie genau ausgegangen. Mir fällt auf, ich muss mehr von diesem Müll hier jetzt mal hinten wieder ablegen. Schildkröte! Maybe Töte es! Ja, hab ich. Ich hab ihr von hinten in den Panzer geaxtet. Na, da wird sie komisch geguckt haben. Für einen Moment vielleicht, ja. Da sind die Augen von rausgequollen. Konntest du den Kopf nicht mehr zurückziehen. Und warum klebt da eigentlich immer diese eine nicht funktionierende Kolonidit? Weil das Ganze noch kein abgeschlossenes Haus ist. Ja, aber warum klebt die da? Sie klebt da halt. Soll ich doch die Flagge hier hinstellen, so von wegen Lagerraum? Hinterseite des Hauses. Na, das muss eigentlich alles der Channa machen. Das kann ich ja jetzt nicht so einfach über seinen Kopf hinweg, ne? Das machen wir eh doch schon die ganze Zeit. Ich werde da mich an seinem Gekröse nicht vergreifen. Das ist nee. Ja, hat ja noch nichts gebaut. Ich könnte ja dann aber sagen, er muss sich drum kümmern, wenn ich dann damit fertig bin. Also, ja. Hier sind Sachen falsch sortiert. Ja, wenn ich schon mal dabei bin, ich mach's halt. So, und jetzt einfach, um die Quappe zu ärgern. Da blustert sich mir mein Halskragen auf. Meine Nähdrüse schwillt dann. So. Boah, wie viel in so einen Avian-Sack reinpasst. 32 Slots. Mm-mm-mm. Cool, ne? Ja. Aber Schildkröten in Burgen, da habe ich irgendwie so ein bisschen eine schlechte Erinnerung dran. Wieso, hast du dein Kindheitstrauma durchlitten? Die klauen immer meine Prinzessin und die ist dann immer in another castle. Ach so, Schildkröten? Ja. Ach so, die. Ich hab das Kindheitstrauma beseitigt. Bei den Cooper Troopers, ich war gerade bei Toad. Ich hab das Trauma aber beseitigt, ist nicht mehr da. Wie hat er das nur geschafft? Wo sind denn jetzt wieder diese. Ah, jetzt hat er 3 hingeklebt! Nein, ich glaub's nicht! Da verwandle ich mich doch gleich wieder in Rolleball und verschwinde durchs Mauseloch und komme nie wieder raus. Wo sind denn jetzt wieder diese verschissenen Modules? Dass ich immer diese Modules suche, ne? Das ist.
Das ist zum Haare raufen, ist das. Welche Module suchst du? Die Manipulator. Das sagt alles. Dingers. Hey, unsere Kartoffelfarm ist fertig. Gehabt. Hab ich? Du hast mir einen zugeworfen. Nein, die wolltest du ja nicht haben, weil du hattest ja Inventar voll. Guter Punkt. Then he decided to take them away again. Guter Punkt. Oh, der Zucker ist gut. Ich kann neues Popcorn machen. kaufen Sie sich hast jetzt du auch. Davon noch welche? Nö, die Popcorn sind unten im kleinen Lagerraum am ersten Haus. Ja. Ich hätte fast schon wieder Popcorn gesagt. Dieser freut mit seinen Versprechern. Dieser Schelm. Dieser österreichische Watschenverteiler. Jetzt kommst du gleich wieder hier mit der Brühe, ne? Oh ja, ey. Don't get so eine Katastrophe, ey. China Schildkröte! Was ist los? Ach, laut Wikipedia oder DickCC oder so, ich weiß es nicht. Heißt Broth auf Englisch, also Brühe. Brühe ist quasi in Österreichisch Suppe. Und Suppe ist grundlegend anders. Ist quasi Brühe und Suppe ist wie Steak und Schenkel. Steak. Donuts. Chocolate. Nein, die schmecken nicht. Donuts? Ja, ich komme irgendwie auf den Teiggeschmack nicht klar. Nicht weggehen, Ressel. Da liegt Essen für dich. Naja, also. Ich werde mir so ein Ärger einhandeln mit Gianna. Backwerk ist halt aus Teig, ja. Warte mal, Sandstock, das muss ich filmen, so als Beweis. Hat die Statue nicht vorher andersrum geguckt? Nein, ich hantiere an den Durchgängen nach unten. Die haben mich schon die ganze Zeit genervt, dass die mal bloß zwei breit sind, weil drei, das kannst du super machen, aber auf mit dein zweien Risiko passt halt nicht. Hui! Boah, kann ich mir hier aus der Kiste noch die zwei Tech-Chips rausnehmen? Ja, natürlich. Das ist für alle. Ich hab die extra reingelegt, weil die anscheinend keiner mehr brauchte. Und naja. Genau. So. Selbstbedienungsladen. Wenn es da rumliegt, braucht's keiner mehr. Ganz viele neue Quests. Bist also schon wieder. Ja. Im Outpost. Ja, ich wollte mir das mal angucken. Ich kann das Quest schon abgeben und die Koordinaten für die nächste Mission suchen. Ach, aber... Ich brauche immer noch den verschissenen Kuchen. Ich vergesse immer, diesen Kuchen zu basteln. Genau dafür bin ich gerade auf mein Schiff gebeamt. Und, was hast du gemacht? Nix. Aber die Leistung ist jetzt gerade wieder ein bisschen besser wie beim letzten Mal, habe ich den Eindruck. Oder es liegt daran, weil wir nicht alle auf dem Outpost sind. Ich meine, es kriegt immer wieder seine Mikroruckler, aber naja. Uiuiui, ganz viele Quests. Ihr müsst dann euren Zuschauern erklären, was die bedeuten, weil ich habe sie jetzt einfach mal angenommen und gar nicht groß gelesen. Und. Das heißt, wir erklären es also auch deinen Zuschauern. Ja, genau. Das war die Idee. Ey. Na, ich hab's nur abgeholt. Ich hab noch nichts weiter gemacht. Oh. Gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Du kannst mal aufs gelbe Ausrufezeichen rechts klicken und die Quests angucken. Ja, hab ich schon gemacht. Aber ich werde es nicht vorlesen. Ach, was, egal. Ich soll so eine Avian-Funzel, soll ich 5 Pieces of Paper bringen? Eine will 3 Kokosnüsse, aber ich denke, mit 3 Nüssen kann man nicht so gut laufen. Damit kann man auch vielleicht reiten. Ja, der eine will, dass ich den Müllsack verbrenne, in dem ja gar nichts Besonderes wohl drin ist. Dann diese deutsche Apex-Forscherin,
I am the scientist here at the outpost. Oder ist sie französisch? I have decided I will build a device. Ja, das kann auch französisch sein. Die will auf jeden Fall 10 Kupfer machen. Ach, wir müssen auch gegen Dreadwing vorgehen. Ja. Und dann 5-mal Schwarzpulver und Parker Bauersocks geht mir irgendwie so ein bisschen an den Bauersocks vorbei. Warum macht er denn sowas? Das liegt an seiner Frisur. Er kann nichts dafür, er ist so geboren. Soll er sich umbauen lassen? Geht doch bei den Glitch auch. Huch. Er wurde so zufällig zusammengestellt bei der Generierung. Und warum hast du so viele Quests hier bekommen und ich sehe hier gar keine Quests? Also, ich habe 6 Stück bekommen. Ich hab eine bekommen. Was musst du jetzt machen, Ressel? Ich raste gleich aus. Davon abgesehen. Ach so, das ist schon mal ein guter Anfang. Ach, Kuchen backen immer noch. Danach kommt nämlich wahrscheinlich noch mal ein ganzer Haufen. Ja, ich bin jetzt... Ich dachte, ihr Schena wäre noch bei uns. Deshalb habe ich mich zu ihm Nee, den haben wir rausgeschmissen. Der kommt nicht mehr. Ach so, na gut. Dann gehe ich jetzt. Nein! Da muss ich ja alles alleine machen für den Channa. So, wo ist dieser verdammte Cake? Er ist eine Lüge. Backen, prepare, meinetwegen auch das. Da musst du aufpassen, da kommt der Redman. Ja, also ich finde hier keine weiteren Quests. Ich habe Dreadwing angenommen. Du hast deine Titanium-Rüstung aber an. Ja, ich soll auch Dreadwing erledigen und das war's. Mehr gab's hier nicht. Und du hast auch keine anderen Quests mehr drinstehen? Ich habe noch die von Parker Bauersocks, aber die ist ja nicht mit denen hier verbunden. Ja, ist nicht verbunden. Was habe ich denn hier eigentlich für eine bekommen? Vielleicht hattest du vorher schon die ganzen Quests erledigt und wir wussten es nicht. Wie heißt denn eine von denen, die du hast? Lift off, a lovely bunch of coconuts, taking out the trash, early days, time for a celebration. Sind mir alle unbekannt. Seltsam. Also meine untersten Quests sind Free as a Bird, Fuel for the Ride und dann halt... Die musst du wahrscheinlich erst noch erledigen, bevor die noch kommen. Das sind die fertigen. Ach so. Ja dann. Vielleicht fehlt dir irgendwas zwischendrin, zum Beispiel einen bestimmten Gegenstand aufzuheben oder ein Buch gelesen zu haben oder sowas. Das könnte sein, muss nicht. So, endlich den scheiß Kuchen abgegeben. Und was hast du dafür gekriegt? Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet. Ist mir scheißegal, der soll mir nur was geben. Was hab ich dafür gekriegt? Also ich gehe dann mal diesen ganz unauffälligen Müll verbrennen. Offensichtlich irgend so ein Schwert. Wo ist es? Da. 17,8. Ja, two-handed. Two-handed ist schon Panne. 41,2 Disco-Fieber. 41,3 Disco-Fieber. 41,4 Disco-Fieber. Kennt keiner, ne? Das sagt mir nix, nee. Ja, das ist auch alt.